Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Neues Spiel, neues Glück, neues Video. Aber nein, es geht ja jetzt um ein ganz solides Thema. Es geht ums langfristige Investieren mit Aktiensparplänen. Wir schauen uns nämlich die beliebtesten Aktiensparpläne Deutschlands an, ermittelt von Trade Republic. Und in dem letzten Video haben wir die Plätze 10, 9, 8 schon analysiert. Und jetzt verraten wir dir, welches die Plätze 7, 6 und 5 sind und was es mit den Aktien auf sich hat, wie es da aussieht mit dem langfristigen Vermögensaufbau, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Darum geht es ja hier beim Aktienfinder. Mein Name ist Thorsten Tiet, keine Anlageempfehlung an der Stelle, aber ich denke, ihr seid dann, wenn ihr das Video geschaut habt, ein bisschen schlauer und inspirierter als zuvor. Jetzt mache ich mich mal noch ganz kurz ein bisschen kleiner, weil der eigentliche Stab ja nicht ich, sondern ist ja der Aktienfinder bzw. die Fundamentalanalyse und dann noch so ein paar Infos, die ich immer noch so für euch aufgegabelt habe, recherchiert habe natürlich und dann noch entsprechend in das Video einstreuen werde, damit ihr ein bisschen schlauer seid, wie ich ja schon versprochen hatte als zuvor. Ja, die erste Aktie ist, wir machen es mal ein bisschen anders, die erste Aktie ist ein Versicherungsunternehmen. Bei den Versicherern, gucken wir mal hier rein, also hier Versicherungen, da gibt es ja relativ viel Auswahl, hier 80 Unternehmen, was ja auch auffällt, was ja typisch ist für Versicherer, das ist, viele bezahlen Dividenden, teilweise sogar hier zweistellig, da spielt sicherlich auch mal hier und da die Sonderdividende eine Rolle und seht ihr aber auch hier wirklich gute, hohe Dividendenrenditen und die meisten bezahlen Dividenden, nur relativ wenige bezahlen keine Dividende. Wenn wir mal schauen, welches die größten Versicherer sind, nach Marktkapitalisierung, sortieren wir hier und dann sehen wir zwei Unternehmen, erstmal zwei Versicherer aus China, also Hongkong ist ja auch China, China, Ping An Insurance, dann Schweiz, hätte man vielleicht nicht gedacht und kurz darauf kommt dann schon die Allianz und tatsächlich, es geht um die Allianz und da klicken wir jetzt auch schon mal drauf, fangen da mal an mit der Fundamentalanalyse. 5,4% Dividendenrendite, also die Allianz belegt übrigens den Platz Nummer 7 der beliebtesten Sparplanaktien Deutschlands und da sehen wir eben die 5,3% Dividendenrendite, also ist auf jeden Fall eine Aktie, die interessant ist für Fans hoher Dividende, müsste man im Prinzip auch anhand des Rankings sehen hier, Dividendenertrag haben wir hier 83, also ist ein wirklich solider Wert. Ping An wäre noch höher, aber das Vorsicht, China-Risiko ja an der Stelle. Aber hier sehen wir also mit 83, hoppala hopp, absolut, ja, gerade nochmal anders sortiert nach Namen, absolut erstmal ein guter Wert schon mal. Und was macht die Allianz? Natürlich Versicherung, aber was macht sie noch genauer? Wenn wir in die Segmente reinschauen, dann sehen wir das. Sie haben quasi drei Segmente, also drei Standbeine, wie Sie Ihr Geld verdienen. Einmal hier Lebensversicherung, das ist das Life Health in grün hier. Und dann haben wir noch Sachversicherung, das wäre auf Englisch Property Casualty. Und dann einmal nochmal hier das Asset Management, das heißt Vermögensverwaltung. Das heißt, Sie haben quasi zwei Einkommensströme, einmal über Prämien und einmal über Gebühren für die Vermögensverwaltung, also Asset Management. Bei den Prämien, das machen wir alles andere weg, das wäre also das da für Sachversicherungen und Lebensversicherungen. Und gehen wir erstmal vielleicht auf die Lebensversicherung ein. Also man sieht, dass es prinzipiell immer schön steigt. Der Umsatz ist übrigens auch, glaube ich, auch bei Sachversicherungen so. Also es steigt immer schön stetig. Auch die Margen sind soweit in Ordnung. Bei den Sachversicherungen, da waren die Jahre 2019, 2020 relativ herausfordernd. Das sieht man in den Margen. Jetzt erholt sich das Ganze aber wieder. Bei den Lebensversicherungen, ja, da dümpelt es mehr oder weniger so vor sich hin bei ungefähr 6% operative Marge. Da ist also etwas weniger auf und ab. Das ist noch stabiler als bei den Sachversicherungen. Bei den Sachversicherungen haben wir das Problem, dass wir da eine hohe Inflation haben, die zu erhöhten Schadensersatzforderungen auch führt, weil sich da der Schaden, der sich dann am Wiederbeschaffungswert bemisst, dann eben höher ist, als es ohne Inflation wäre, macht sich vor allem bemerkbar bei Kfz-Schäden oder Schäden im Rahmen der Gebäudeversicherung.
so auch im Halbjahresbericht 2022 gestanden. Natürlich geht dann die Versicherung auch hin, also die Allianz, und erhöht dann entsprechend auch die Prämien. Wo wir auch noch ein Problem haben oder eine Herausforderung haben, das ist allgemein steigende Inflation und Rezessionsängste führen dazu, dass wir eine schwächere Nachfrage haben. Das macht sich beispielsweise auch bei Lebensversicherungen bemerkbar. Auf der anderen Seite, und das sieht man, dass es dann gar nicht so einfach ist, das Versicherungsgeschäft auch zu analysieren, zu beurteilen, führt die höhere Inflation zu höheren Zinsen auch. Die Notenbanken steuern ja dagegen. Höhere Zinsen führen zu höheren Zinserträgen. Und die Allianz hat viel Geld, viel Versicherungsgeld investiert, auch in inflationsindexierten Anleihen. Und da profitieren sie dann entsprechend davon. Also es gibt Plus und Contra, aber allgemein kann man sagen, das Versicherungsgeschäft ist insoweit auch relativ stabil, beziehungsweise die Allianz kommt auch gut damit zurecht und sie gehen auch davon aus, dass sie ihre Jahresergebnisse einhalten werden, beziehungsweise erreichen werden. Es gibt dann noch ein anderes Segment, dieses Asset Management, und das ist sehr margenstark. Wenn man hier mal die Margen anschaut, sind ungefähr 5-6 Mal höher als im Versicherungsgeschäft, aber es ist auch relativ riskant. Das Geschäft mit der Vermögensverwaltung sieht man beispielsweise daran, dass es ja Schadenersatzzahlungen gegeben hat, beziehungsweise Rückstellungen für diese Structured Alpha Fonds. Da wurden jetzt insgesamt schon 5,6 Milliarden zurückgestellt und man sieht es dann auch, wenn man hier in den Qualitätscheck reingeht, dass man hier so eine Delle hat zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten Gewinn. Und hier ist Structured Alpha drin. Das ist eine Fondsfamilie, wo man sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, ja, da passiert nichts, das ist alles super gehedged. Das ist in den USA aufgelegt worden. Da gab es Pensionsfonds, die da auch investiert hatten. Und dann kam die Corona-Krise, hat man gemerkt, ja, hoppla hopp. Die Versprechen waren wenigstens teilweise nur Schall und Rauch. Und dann wurde Allianz verklagt und so wie es aussieht, man hat sich meines Wissens auch schon geeinigt auf Schadenersatzforderungen und das sind jetzt eben die Rückstellungen dessen und die tun den bilanzierten Gewinn eben einbrechen lassen. Das sind die drei Standbeine von der Allianz und wenn es mal nicht gerade schief läuft im Asset Management, dann würde ich sagen, ist doch ein relativ stabiles Geschäft. Zumindest in den letzten Jahren hat sich doch so sehr gut entwickelt, hoppla hopp. Weil das war nicht immer so der Fall. Hier während der Finanzkrise, da hat die Allianz sogar Verluste eingefahren. Und dann auch hier, das wäre nach dem Platzen der Dotcom-Bubble auch, 2002 ging es auch stark nach unten. Aber jetzt in den letzten 13 Jahren wirklich die Allianz doch auf einem guten Weg und doch relativ stabiles Geschäftsumfeld gehabt. Wobei man auch sagen muss, okay, wir hatten auch keine echte Rezession mehr in den letzten 13 Jahren nach der Finanzkrise. Also müssen wir mal schauen, aber momentan sieht es gut aus und auch ist der Ausblick von der Allianz sehr gut. Wenn man mal schaut, was langfristig bei rum kam bei der Allianz, dann sieht man hier auch nochmal ganz klar, dass die Korrelation zwischen der Gewinnentwicklung und dem Aktienkurs. Wir haben jetzt hier leider so weit raus keinen Gewinn mehr, aber man sieht, dass der Gewinn eingebrochen ist, beziehungsweise man sieht auch in den Folgejahren, dass immer wenn der Gewinn gestiegen ist, ist auch der Aktienkurs wieder gestiegen. Wenn er eingebrochen ist, ist der Aktienkurs auch eingebrochen. Und hier haben wir die gute Entwicklung jetzt der letzten 13 Jahre, wobei wir auch immer wieder sehen, dass wir auch leichte Einbrüche haben. Und hier, das war Corona. Corona hat ja zum Aktienkurseinbruch geführt, hat aber keine so drastischen Spuren hinterlassen bei der Gewinnentwicklung. Gehen wir jetzt erstmal noch auf die Dividende, weil wer in Allianz investiert, der wird sicherlich auch auf die Dividende schielen. Die Dividende haben wir ja gesagt, liegt bei über 5% momentan, 5,4%. Und wenn wir mal ganz rausgehen, dann sehen wir hier die Dividendenentwicklung auf die letzten 22 Jahre sogar, inklusive Dividendenrendite. Man sieht, es gibt auch mal
ab und zu Kürzungen. In der Finanzkrise gab es eine Kürzung, wenig überraschend. Da hat die Allianz dann auch noch Verluste eingefahren, trotzdem doch Dividende bezahlt. Spricht da auch schon für eine aktionärsfreundliche oder dividendenfreundliche Dividendenpolitik. Da gab es mal zwischendrin im Hoch Dividendenrendite von über 10%, die dann aber natürlich auch gefallen ist, weil wir eine Kürzung hatten, dann lag es aber immer noch bei über 4% lange Zeit, Dividendenrendite mal über 6%. Über 6% nochmal ganz relativ kurz, jetzt im Spätjahr 2022, vor wenigen Monaten. Und jetzt hat sich der Aktienkurs aber erholt und liegt die Dividendenrendite bei 5,3%. Das ist aber immer noch mehr als im Mittel der letzten 5 Jahre, da hätte sie gelegen bei 4,75%. Also ist immer noch historisch gesehen, auf dem 5-Jahres-Durchschnitt, eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, die man damit kassieren kann. Apropos kassieren, wie sieht es mit erwarteten Kursgewinnen aus, beziehungsweise wie ist die Aktie bewertet, günstig oder eher teuer, nehmen wir einen bereinigten Gewinn. Da macht vor allem Unterschied hier bei Structured Alpha. Wir sehen hier, dass wir auch die letzten 10 Jahre, das ist die Default-Einstellung bei der Bewertung, da haben wir die Allianz im Schnitt mit einem KGV von 10,5 bewertet. Momentan sind wir bei knapp 12. Aus der Sicht wäre dann die Aktie eher etwas höher bewertet als im Schnitt, also etwas überbewertet. Wenn wir jetzt aber mal den fairen Wert drüberlegen, die Berechnung hier, da sehen wir was ganz Interessantes. Da habe ich noch ein bisschen reingezogen, mache einen Bereich Gewinn weg. Also wir sehen erstmal, dass der faire Wert hier, der berechnete, ein ganz guter Indikator ist für den Aktienkurs. Die tatsächliche Entwicklung des Aktienkurses, mal liegt da drüber, mal liegt da drunter. Teilweise auch recht volatile Entwicklungen, aber er kehrt immer wieder zum fairen Wert zurück und dann pendelt er quasi mal oben drüber, mal unten drunter. Auf die letzten 4 Quartale, da wäre der faire Wert bei knapp 180 und bei jetzt auf aktuell bezogen aber auf die Schätzung des laufenden Geschäftsjahres, das jetzt fast zu Ende ist, da liege dann der Aktienkurs, der faire Wert bei 181 US-Dollar. Und da der Aktienkurs bei 200 liegt, wäre aus dieser Sicht die Aktie leicht überbewertet. Es ist aber das Interessante, dass für das Jahr 2023 wir hier, ich zoome noch mehr rein, sehr positive Schätzungen haben, also auch von Gewinn, bereinigter Gewinn, bilanzierter Gewinn ist da egal. Das soll dann der Gewinn pro Aktie von 17,20 auf knapp 24 Euro steigen. Wie man sich das jetzt so genau erklärt, also das sind 11 Analysten, die das geschätzt haben, die liegen relativ nah bei der Spanne zwischen 22 und 25 Euro. Man vermutet vielleicht, muss man das so ein bisschen aus den Fingern saugen, dass der Inflationsdruck weggeht, dass die Rezession nicht so schwer ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Dazu vielleicht noch, kann man auch sagen, dass die Allianz, wie man hier an dem Farbenspektrum erkennen kann, ein international tätiges Unternehmen ist. Also es geht hier nicht nur um Deutschland, sondern wir sind hier weltweit tätig. Hier sieht man die ganzen Regionen bzw. Länder. Also die Analysten sind da recht positiv eingeschätzt. Das würde ich bei der Bewertung aber berücksichtigen. Man kann hier bei der dynamischen Aktienbewertung an unterschiedlichen Stellschrauben drehen. Das eine ist ja die Bewertung. Hier würde ich das bereinigte KGV des Durchschnittes bei 10,5 tatsächlich belassen. Das halte ich für plausibel. Aber ich würde jetzt nicht so in Optimismus ausbrechen. Ich wäre eine Spur vorsichtiger, als was es die Analysten angeht, wenn es dann darum geht, den fairen Wert und der Zukunft und damit auch die Renditeerwartung zu bestimmen. Weil wenn wir jetzt einfach nur hier den aktuellen Aktienkurs nehmen und dann gucken, was für ein fairer Wert dann da rauskommt, bei 250 US-Dollar, beziehungsweise was für eine Renditeerwartung rauskommt, dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 30% auf ein Jahr bezogen bei dem Investment in die Allianz. Das ist schon ziemlich viel, weil wenn man mal guckt, was hat man historisch mitgemacht, ja deutlich weniger. Also wir lassen mal den großen Fall weg hier. Wenn wir, oder wir können es auch machen, die Aktie hat 2002 283 gekostet, jetzt kostet sie 202. Also das wäre kein gutes Investment gewesen, wenn man da gekauft hätte. Da wäre man gerade in der schwarzen Null rausgekommen, 0,6%. Wenn wir jetzt aber gucken hier, ein bisschen realistischeren Einstiegszeitpunkt nehmen und nicht hier so Worst-Case-Szenario, sondern hier irgendwo 2004, da haben wir dann eine Renditeerwartung von 6,6%. Das ist irgendwo das, was der Markt hergibt langfristig.
ist also keine Aktie, die Allianz eigentlich, um den Markt outzuperformen, sondern um schönen Cashflow zu generieren und, sage ich mal, mehr oder weniger mit dem Markt mitzuschwimmen, was ja vollkommen okay ist, je nach Anlagestrategie. Und diese 30%, die wir da jetzt gerade ausgerechnet haben, sind nicht repräsentativ. Sowas kriegt man nur, wenn man echt günstig einkauft, hier irgendwo. Und momentan ist die Aktie so optisch gesehen nicht wirklich ganz günstig. Und das ist rein dem Optimismus geschuldet der Analysten, dass wir da so eine hohe Renditeerwartung haben. Hier übrigens pendeln sich die Analysten dann auch wieder ein. Ja? Die gleichen 11 Analysten gehen dann fürs Jahr 2024 nicht mehr von einer außerordentlich hohen Gewinnsteigerung aus. Wie dem auch sei, um da jetzt mal ein bisschen konservativer zu schätzen, was die Renditeerwartung angeht, kann man einfach hier die Hilfslinie einblenden und dann deutlich mal tiefer stapeln. Aber sogar wenn man tiefer stapelt, hier bei Analysten kommt man immer noch auf 18% Renditeerwartung raus. Und sogar wenn man noch tiefer stapelt, kommt man immer noch auf 12%. Also man sieht, Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft gut läuft. Auch das Management geht davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden. Und auch wenn die Aktie jetzt schon relativ stark gestiegen ist, in den letzten Monaten von 160 auf 200 Euro, so scheinen sie immer noch lukrativ zu sein. Es gibt nicht nur die Dividendenrendite her, sondern es gibt auch, die ja über dem Schnitt liegt, sieht man auch hier, 5,3% liegt über dem historischen Schnitt der letzten 10 Jahre von 4,5%. Also insofern denke ich mal, ist der Einstiegszeitpunkt immer noch interessant, also könnte auch interessant sein noch für einen Einmalkauf oder halt auch, deshalb sitzt ja auch eine beliebte Sparplanaktie für einen Aktiensparplan, dann entschärft man ja das Ganze sowieso nochmal, die Geschichte mit dem Einstiegszeitpunkt, weil man kauft ja immer nach. Insofern, ja, wem es in die Anlagestrategie passt, Allianz eine gute Aktie. Kommen wir zur zweiten Aktie und die ist im Bereich Getränke zu finden. Da machen wir mal die Versicherung weg und dann gehen wir hier mal auf Getränke. Der eine oder andere kann sich schon denken. Auch hier bei Getränken sind meist für gute Dividenden zu haben, die Aktien. Und ich habe ja auch nach Marktkapitalisierung hier jetzt standardmäßig sortiert. Und das ist die Nummer 2, Coca-Cola. Also nach Kuaishou Moutai, falls ich es richtig ausgesprochen habe. Und auch hier 90er Ranking hier. Also noch ein bisschen mehr sogar als die Allianz bei Dividendenertrag. Spricht also auch schon dafür, dass wir hier eine eine erfolgversprechende Aktie vor uns haben. Dividendenrendite bei 2,8%. Ich habe hier auch ein bisschen was Interessantes versucht herauszufinden, was vielleicht nicht schon jeder weiß bezüglich Coca-Cola. Bevor wir uns dann die Dividendenrendite nochmal im Detail anschauen und die Bewertung machen. Und zwar hier im Qualitätscheck sieht man noch die Allianz. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sieht man hier vielleicht erstmal, dass wir ein recht krisenresistentes Geschäftsmodell haben. Wir haben nicht die Einbrüche während der Finanzkrise oder hier 2003, 2002 war es bei der Allianz, dass die mal Verluste gemacht haben. Also es geht hier recht schön voran, aufwärts, auch mit einigen Dellen zwar, aber deutlich sanfter als bei der Allianz. Was ich interessant finde, das ist hier die Entwicklung. Wir haben hier fallende Umsätze. Also wir hatten mal Umsätze vor 10 Jahren gehabt von 48,2 Milliarden. Und dann waren die stark rückläufig und momentan sind wir bei 42,5. Also noch immer noch 6 Milliarden unter dem, was wir vor 10 Jahren hatten. Das ist schon was erklärt werden möchte. Weil offensichtlich läuft das Geschäft ja trotzdem soweit ganz erfolgversprechend. Also hier ging es dann auch mal runter. Aber gut, erklären wir, was ist passiert. Dazu muss ich noch ein bisschen mehr ausholen mit dem Aktienfinder. Wir haben zwei Segmente bei Coca-Cola, was auch schon überraschen mag, weil es gibt ja eigentlich nur Getränke. Aber hier gibt es dann Konzentrat und Finished Products. Konzentrat, das läuft so, dass Coca-Cola seine geheime Formel hat, einen Sirup mixt und den Sirup, also was hochkonzentriert ist, den Abfüllern gibt. Das sind Geschäftspartner, die tun dann das eigentliche Getränk finalisieren, basierend auf diesem Sirup, füllen es eben ab, wie der Name schon sagt, und verkaufen es dann auch. Da ist also Coca-Cola, deckt da Coca-Cola nicht die ganze Wertschöpfungskette ab, sondern eben nur hin bis zum Sirup. Und dann gibt es aber auch noch Finished Products. Finished Products ist das Grüne hier und da machen sie alles, inklusive Abfüllen.
Und man sieht auch hier, dass bei Finished Products der Umsatz richtig nach unten gegangen ist. Und zwar insbesondere, also ja, insbesondere in den Jahren 2016 bis 2018. Während beim Konzentrat, da ist es eher nach oben gegangen. 2016 bis 2018, das sind auch die Jahre hier, wo 2016, 2018, wo der Umsatz extrem eingebrochen ist. Gleichzeitig sind aber auch die Margen nach oben gegangen. Und zwar auch extrem. Die operative Marge von 22 auf 30% knapp. Das war eine bewusste Entscheidung, so ähnlich wie bei McDonald's auch. Damals war es ein ähnliches Fundamental, eine ähnliche Entscheidung auch vom Management, nämlich die Wertschöpfungskette ein bisschen zu minimieren, weil man sich auf den lukrativsten Teil der Wertschöpfungskette konzentrieren möchte. Und das heißt beim Coca-Cola, man hat das Abfüllen abgegeben, das kapitalintensive Geschäft des Abfüllens, vor allem in den Jahren hier. Man hat gesehen, dass man es schon vorher ansatzweise gemacht hat, aber dann ganz stark hier 2015 bis 2018. Hier hat man es dann gemacht und dann ging es mit dem Gewinn auch wieder nach oben. Das ist nun mal was ganz Interessantes, was man verstehen sollte, denke ich, um halt zu interpretieren, wie das sein kann, dass der Umsatz sinkt und die Margen so stark gestiegen sind. Wir haben übrigens auch nochmal einen Einbruch bei den Margen, ganz klein bei den operativen Margen, was ich mir nicht erklären kann. Ich habe kurz recherchiert, kann es mir nicht erklären. Aber man sieht auch, dass hier anhand der Nettomarge der Einbruch dann viel kleiner ist. Da geht dann viel weniger zurück und auch von der Bruttomarge her, das soweit passt. Ich habe auch mal versucht, das rauszufinden. Bruttomarge im Aktienfinder bei 58,5%, habe ich hier auch geguckt. Bruttomarge hier im letzten Quartal. Auch 58%, 58,7%, was das jetzt mit dem Einbruch zu tun hat bei der operativen Marge, keine Ahnung. Ist aber auch nicht wesentlich, weil es soll dann auch wieder sofort nach oben gehen. Don't know what it is. Man sieht jedenfalls, dass, denken wir uns mal die Delle weg, die operative Marge schön weiter bleibt bei starken 28% und tendenziell auch weiter steigen soll. Und die Umsätze sollen auch steigen. Insofern passt das Ganze. Gucken wir uns jetzt mal die Dividendenrendite an, die liegt jetzt bei 2,8% knapp. Gehen wir raus. Hier ist auch ganz interessant zu sehen. Früher war die Coca-Cola niedrig Dividendenwert, gerade mal 1% Dividendenrendite hier. Und dann ist sie immer weiter gestiegen, bis sie dann bei der Finanzkrise bei ungefähr 3,7%, da gipfelte sie dran. Wenn wir hier mal gucken, seitdem im Prinzip ist es ein guter Dividendenzahler, dann pendelt die Dividendenrendite zwischen 2,5% und 3,5% momentan. Leider die Dividendenrendite unter dem 5-Jahres-Schnitt relativ deutlich. Das 5-Jahres-Mittel liegt bei 3,1% und die Dividendenrendite momentan relativ deutlich unter den 3% bei knapp 2,8%. Nichtsdestotrotz, man darf hier mit Dividendenwachstum rechnen und dann ist man auch wieder bei über 3% angeblich im Jahr 2025 anfangen. Kommen ja über 3% wieder. Suggeriert also jetzt erstmal nicht, dass die Aktie günstig bewertet ist. Müssen wir mal gucken, wie es dann was tatsächlich der Fall ist. Hören wir mal schauen, was man für eine Rendite so erwarten kann langfristig mit Coca-Cola. Da wäre man dann so hier bei 6,4%. Hat man eine schlechte Phase gehabt hier. Wenn wir mal ein bisschen vielleicht eher die letzten 10 Jahre nur anschauen, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das sind 7,5%. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Allianz. Man schwimmt so mit dem Markt mit und wenn man eine sehr hohe Dividendenrendite haben möchte, dann müsste man schon einsteigen irgendwo, eine hohe Gesamtrendite, auch dann Kurs gewinnen, dann müsste man irgendwo günstig einsteigen, so wie hier während des Corona-Crashs. Was haben wir zu erwarten? Dann nehmen wir auch einen bereinigten Gewinn, den Umsatz. Also das können wir nicht nehmen, sollten wir nicht nehmen, weil die Margen sich so stark geändert haben in den letzten 10 Jahren. Nehmen wir den fairen Wert bereinigt. Und das sehen wir dann auch hier, passt doch relativ gut. Der Aktienkurs orientiert sich dran. Aber was man hier auch schon sieht, ist, dass der Aktienkurs da davon gelaufen ist. Ein bisschen dem fairen Wert, der jetzt so bei 56 Euro liegt. Der Aktienkurs liegt bei knapp 64 Euro und das Gewinnwachstum von Coca-Cola, das wächst halt nicht in den Himmel,
ist eher ein Slow Grower. Das heißt, wenn wir hier einen relativ großen Unterschied haben, weil die Aktienkurs relativ hoch ist, dann müssen wir erstmal damit rechnen, dass die Aktie auch irgendwann wieder korrigiert, beziehungsweise es relativ lang dauert, bis dann der faire Wert der Aktie dem Aktienkurs, andersrum ausgedrückt, den fairen Wert erreicht hat. Das sehen wir hier irgendwann in 2025, sollte es dann der Fall sein. Das KGV liegt ja auch bei knapp 26. Bei einem Gewinnwachstum hier jetzt erstmal im mittleren bis niedrigen einstelligen Bereich, je nach Geschäftsjahr, was prognostiziert wird. Schon relativ sportlich. Selbst wenn man den Bewertungszeitraum ein bisschen kürzt, wo die Coca-Cola-Aktie schon auch deutlich höher bewertet war, glaube ich, auch das gehen wir mal auf die letzten 5 Jahre nur, haben wir immer noch eine Überbewertung der Aktie. Insofern ist es erstmal hier, haben wir erstmal ein negatives Renditepotenzial, wenn die Aktie wieder korrigieren sollte. Gehen wir nochmal auf die 10 Jahre zurück. Hier. Und es fällt sogar relativ deutlich aus, das Korrekturpotenzial. Was heißt deutlich? Sieht ein bisschen dramatischer aus, als es eigentlich ist. -6,4% wäre das dann. Man müsste dann schon länger dabei bleiben, bis man was Positives hat. Gehen wir mal hier hin. Schon auf 2024 wäre das Renditepotenzial wieder positiv, allerdings nur bei 1,8%. Noch ein Jahr länger da bleiben, dann wären es 4%. Und irgendwann wird es sich dann auf die zwischen 6 und 7% dann einpendeln. Also für einen Einmalkauf jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Da könnte man nochmal eine Korrektur abwarten. Für einen Aktiensparplan ist die Aktie absolut okay. Für Dividendenfreunde, ähnlich wie die Allianz. Das war jetzt die Nummer 6. Die Nummer 5 ist eine Aktie, die sehr spekulativ ist. Und es ist Tesla. Da möchte ich nochmal eine Geschichte zeigen. Also Tesla ist tatsächlich die fünftbeliebteste Aktie der Deutschen laut Trade Republic. Wenn ich jetzt mal das KGV, die Entwicklung des KGVs angucke mit Tesla und Coca-Cola, das ist was richtig Interessantes. Und dann sieht man hier, wenn man nur auf die letzten Jahre geht, mal noch mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir hier, dass wir momentan bei Tesla ein KGV haben von 33. Und immer noch näher, bleiben wir mal da, und bei Coca-Cola von 25. Und das ist jetzt ja die Analystenschätzung, wenn wir dann das KGV anschauen, basierend hier auf der Gewinnschätzung von 2023, das ist Vorwart-KGV, da wäre Tesla noch bei 22 knapp und Coca-Cola bei 25. Das heißt, Coca-Cola ist auf das 2023er KGV teurer bewertet als Tesla. Natürlich ist die Gewinnentwicklung bei Tesla deutlich schwerer zu schätzen als bei Coca-Cola und ist Tesla auch weniger krisenresistent. Und vor allem Elon Musk sagt ja, dass wir in eine Rezession reinlaufen und macht auch den Aktionären entsprechend Angst. Auch in China ist die Nachfrage jetzt stark zurückgegangen. Muss man mal gucken. Da gehen dann vielleicht auch die Gewinnschätzungen zurück. Aber es ist schon sehr interessant. Tesla habe ich diese Woche analysiert in einem 48-Minuten-Video. Das heißt, ich werde das hier verlinken. Könnt ihr euch das angucken. Und das ist die Sparplanaktie Nummer 5. Der beliebtesten Sparplanaktien der Deutschen tatsächlich. So, meine lieben Aktienfreunde, wir machen jetzt dann die Nummer 4, 3, 2, 1 in einem weiteren Video oder in 2 weiteren Videos. Muss ich mal gucken, wie viel ich dazu zu sagen habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Den guten Rutsch ins neue Jahr erspare ich mir noch, weil ich glaube, wir sehen uns vorher noch. Und haltet die Ohren steif, so wie immer. Ja? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.